rum sagt Kill All Men. Sie brauchen in der Politik keine Ausbildung. No being brainwashed. Ich will diese Schlapp gefickt. Hier. Something. A sperm out of your skin cells and an egg and fertilize that so you can clone me. You know who wrote the Holy Bible. Sie haben Politiker korrumpiert, haben Kritiker diffamiert, ihre Mitmenschen denunziert, Statistiken ausradiert, Journalisten berichten mit Sicherheit nicht, was hinter den Kulissen alles passiert. Denn viele von den Wichsern sind Lobbyisten, packfinanziert. Sie haben Angst, doch die Geschichte nicht gut studiert. Man schafft es, mit Angst Menschen geschickt zu manipulieren. Den Kids sind nicht an Wissenschaft, sondern TikTokern interessiert. Früh sexualisiert, Kinder checken Tinder ab. Kinder stechen Kinder ab, für Kinder wird die Kindheit knapp. NPZ das Lagerfeuer in der kalten Winternacht. Sie fürchten, es wird größer und fackelt ihr Studiozimmer ab. Nimm dich in Acht, das Lauffeuer entfacht. Es hat manche Traumtänzer zum Faustkämpfer gemacht. NPC-CDs finden in Kaufhäusern kein Platz, weil der freie Gedanke nicht ins Schaufenster reinpasst. Kein Aufhänger in der Stadt, keine Plakate an den Wänden, dafür Narben an den Händen. Mein Einsatz nicht zu messen an Skalas und Prozenten. Doch fick dich etwas ab, bedarf es harte Konsequenzen. Glaub mir, sie haben auf dich und mich längst geschissen. Haben im Ahrtal Witze gerissen mit listigen Blicken. Haben kritische Stimmen in der Luft zu Schnipsel zerrissen. Während sie richtig krank mit dicken schwarzen Mittelstand ficken. Ungelernte Abgeordnete mit 20k am Monatsende müssen mit Sicherheit nicht unbezahlbaren Wohnraum kämpfen. Erzähl mir nix, ich seh's jeden Tag, das Problem ist real. Seh wie die Politik täglich versagt. Ich hab Redebedarf, deshalb spitte ich Millionen Lines. Sie verkaufen von Seelen für ein Ticket in den Logenkreis. Zukunftsmusik, und es kam so wie prophezeit. Die Wahrheit immer zu vermitteln, bringt dir keine Kohle ein. Ich bin stolz an mir und kein Valentino Modeschein. Du schaffst Patriot zu sein, auch ohne Patriotenlein. Für Rechte bin ich links und für Linke bin ich rechts. Deshalb steh ich ganz alleine in der Mitte des Gefechts. Sie spüren, dass es falsch ist, doch schaufeln weiter euer Grab. Und gegen das Gefühl verschreibt euch der Arzt Pharmazeutika. Steuern zahlen und ackern, bis du drauf gehst. Für das ganze Menschen haben Meinungen, doch keine Aufmerksamkeitsspanne. Sie wollen nicht diskutieren, weil ihnen die Argumente fehlen und keiner von denen seit Jahren unter der Armutsgrenze lebt und keiner von denen auch nur einmal nachgefragt hat, wie es ihr geht. Und sondern dadurch dann entsteht es gut für Staat und das System. Ich frag mich, wie das geht, dass sich Menschen nicht am Riemen reißen. Kriege führen in diesen Zeiten, jeder strebt nach vielen Scheinen. Denk dran, dass die meisten auf deinen Frieden scheißen, aber gendern und Steine für das Klima schmeißen. Doppelmoral, aber keiner wagt es auszusprechen. Doch wir sind jetzt da, um die Taten davon aufzudecken. Schau mal in Katar, wie viele Männer bei einem Bau verrecken. Doch es ist egal, wegen Demos für Frauenrechte. Mit Kill All Men auf dem Schild, von mir aus denk was du willst, doch dein Boot ist ein Horn, bringt dir nix. Das ist kein Fantasy-Film, Show wie jeder am Handy rumchillt und keinen Ficker gibt. Mit unbegrenzt Zugriff auf Informationen, aber wisse nichts. Sorry, ich hab da ein paar Punkte vergessen. Ihre bunte Welt ist für Pedos ein gefundenes Fressen. Eine Homo-Kita in Berlin, der Vorstand ist viel. Sie wollen mit Kids, mit dem Vorwand, sie sei kinderlieb. Das ist ein Genozid gegen Mensch und die Natur, gegen sämtliche Kulturen und beständige Strukturen. Der Zweifel an der Sache wird gelenkt durch deine Furcht. Finde zu dir selbst und geh durch den Tempeleingang durch. Vor Bayern 100.000 TikTok-Memes, 6 Milliarden Twitch-Livestreams, 1000 Pornoseiten, wie sich schon die kleinen Kids reinziehen. Vorbei an Bitches, die dich ficken wollen, auf richtig mies. Vorbei an dieser Finsternis, bis du ein Lichtlein siehst. Es ist keine einfache Zeit, es geht meist um Likes und Bitches, die dir sagen, du musst circa 180 sein. Sie wollen Louis und Gucci-Taschen und der Mann, der fest im Leben steht, doch können nicht mal Nudeln machen. Yeah, Mann, wir machen es schon wieder, wir sind im Koop-Modus, so wie Army auf du Spieler. Todesfly, so wie Kamikaze-Flieger, und ihr haut euch gegenseitig in die Pfanne, so wie Kannibale-Krieger. Diese Zahlen müssen es aus dem Untergrund schaffen, weil wir eine Menge Information bringen wie Bundeswehrstaffeln. Und deshalb bringen wir ein Album voll mit ehrlichen Texten. Und ein Feuerwerk in die Fresse ist nur die erste Facette. Ein Feuerwerk, das aus deinem Funken entspringt. Ein Feuerwerk, das Licht in die Dunkelheit bringt. So ein Feuerwerk hätte ich bewundert als Kind. So hell, dass ein Dschungelvolk denkt, dass es den Untergang bringt. Und dann träumen sie mit, Ticker, die Bombe, sie tickt. Das wird es grell danach, nimmt es der Sonne das Licht. Die Todeszonenatmosphäre voll mit Tonnen an Gift. Entweder sperr dich im Bunker ein oder komm mit uns mit. Zukunftsmusik, es ist passiert, du kannst es eh nicht ändern. NPC-Terror mutieren zum Überlebenskämpfer. Störsignal auf jeden Sender, wir sind jetzt da. Denn sie verstreien Kids, beginnt wie das Bikini apart. Als kommt die Wendezeit durch eine Endzeit-Apokalypse. Doch anstatt es zu verändern, sprengen sie jede Brücke. Sie scannen alles und stempeln Menschen ab als Verrückte. Doch der NPC-Frequenzbereich ist verschlüsselt. Für unseren Output gibt es keinen USB. Das Feuerwerk ist hochgegangen und alle haben zugesehen. Ein Feuerwerk, das mitten in der Puffer entsteht. Und um 5 vor 12 blieben auf der ganzen Welt die Uhren stehen. Im Hier und Jetzt trifft es schlussendlich jede. Das Leben bestimmt von korrupten Systemen.
Systemen. Sie alle laufen nach den gleichen Mustern und Schemen und sehen es nicht wegen Luxusproblemen. Denn Hollywood-Stars, die du auf Netflix findest, rede nicht gern von der Epstein-Insel. Dreckig grinsen, bieten sie pädophilen Schutz und können es so schweigen, weil es im Endeffekt niemand juckt und nicht die Klimanutz von Ideologien besessen. Wollen nicht mehr diskutieren und Familien zerbrechen. Brot und Spiele für Fabrikmarionetten, die ihrem Untergang zuschauen im Kinofilmsessel. Währenddessen sind wir im Koop-Modus wie Battlefield. Killer-Kombo, als würden wir Tekken spielen. Ist das alles eine Simulation wie Assassin's Creed? Sag mir, ist das echt oder nur eine Final Fantasy? Denn alle laufen durch die Welt, als wär's ein Spielautomat. Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und ihr Körper ist nichts weiter als das Steam-Avatar. Das fühlt sich echt an, doch ist nur ein KI-Implantat. Rap nicht vor Liebe und Spaß, solange Pedos Bewährung bekommen von einem pädophilen Justizapparat. Wie weit zu sagen, gleich dann ins Spießrutenmarsch, dann brauchst du ein schnelles Pferd und kein Streaming-Portal. Sag mir, wer außer ein Pädophiler duldet Kinderehen? Und sie haben Menschen dazu gebracht, es so hinzunehmen. Sie hetzen, bis sich alle in unterschiedliche Ecken spalten. Am besten sollen wir für euch schackern und die Fresse halten. Zahl für dein Leben, zahl für korrupte Staaten, zahl für den Regen, zahl für die Luft zum Atmen. Sie bauen ihr bald AKWs, keine Luxuswagen, denn wir knallen 80.000 Gigawatt durch die Kupferkabel. Um dir aufzuzeigen, dass es den fickt alle gleich. Manche mehr und manche weniger, wer weiß. Perspektivlose Kids, gerade Wege sind nie leicht. Sie sehen, es dreht sich nur um eins und viele drehen sich im Kreis. Ehrliche Malocher sehen es nicht mehr ein. Fürs Alter zu wenig, fürs Leben keine Zeit. Arbeiten, einkaufen, dann gehst du wieder heim. Und 15 Minuten Städte entstehen von ganz allein. In einer Welt, wo Menschen nur noch übereinander leben und nicht mehr miteinander dafür übereinander reden. Eine Lüge jagt die nächste, das ist keine Theorie, das ist Psychologie und den Büchern nachzulesen. Sie betrachten von der Couch aus ihre Euthanasie. Manch einer so vertieft, dass er nicht mal das Feuer wegsieht. Geboren in einem Land, wo jeder Scheuklappen liebt und du kein Kita-Platz bekommst, aber eine Steuer-ID. Neugeborene Unschuld, engelsgleicher Blick, kann noch nicht mal sehen, doch hat schon 30 Handys im Gesicht. Doch es könnte schlimmer sein, geboren zwischen Trümmerteilen. Doch weil jeder Kopf wickelt und Krisen schiebt, kümmert's keinen. Darf man die Wahrheit nicht mehr sagen? Jeder, der uns hinstellt, in Arschloch-Kommentaren. Wie zwei Nazi-Psychopathen, die gerne Aluhüte tragen, denkt nur in Schwarz-Weiß. Doch dieses Feuerwerk strahlt in 1000 Farben. Laber uns nicht voll von wegen Theoretiker-Scheiße. Check jede der Zeilen und du verstehst von alleine. Ich rap, bis ich Marionetten von den Fäden losreiße. Deshalb entwachen wir ein Feuerwerk auf epische Weise. Denkt ihr, wie am Bock, solche Texte zu schreiben? Als gäbe es auf der Welt nur diese hässliche Scheiße. Jede Geschichte hat zwei. Das ist die dreckige Seite, wir müssen Message verbreiten, bis jeder checkt, was wir meinen. Schau jede MPZ-Scheibe wie eine Platte aus Granit. Keiner spricht es aus und wir machen es aus Prinzip. Was ich wirklich so traurig und auch so bedrückend finde, ist, dass man es hat sehen können und dass man es nicht verhindert hat.